Hallo YouTube, ich bin Meister Bini und heute geht es um Trolle, Narren und verrückte Malkavianer. Nun, wenn es um dieses Thema geht, sind sicher fast alle Spielleiter und Spielleiterinnen dieser Welt einig. Die möchten wir auf keinen Fall in unseren Runden haben, denn das sind ja ganz bestimmt nette Menschen, aber die zerstören die Atmosphäre und machen richtiges Rollenspiel vollkommen unmöglich. Was richtiges Rollenspiel nun sein mag, das will ich heute definitiv nicht besprechen, aber eben einige Denkanstöße zum Thema verrückte Charaktere geben. Dass ich ein begeisterter Rollenspieler bin, wisst ihr natürlich, aber wisst ihr eigentlich auch, dass ich ein ebenso großer und begeisterter Terry Pratchett-Fan bin? Nun, warum eigentlich? Terry Pratchett schafft es in jedem seiner Bücher, wirklich ernste und politische Themen auf unglaublich lockere und leichte Art und Weise anzugehen, und zwar mit einer großen Prise Humor. Während er also über das Sterben und das Vergänglichsein sinniert, schafft er es gleichzeitig, den Tod arbeitslos werden zu lassen und ihn als seltsamen Farmer wieder anzustellen. Will heißen, nur weil eine Person viele Späße und viel Klamauk mag, heißt das lange nicht, dass die Person mit diesen Späßen nicht auch versucht, irgendetwas auszusagen. Übrigens ist es auch in unserer Welt durchaus so, dass einige Menschen auf den zum Beispiel Tod eines nahen Verwandten nur mit Witzen und Späßen reagieren können, weil sie Trauer nicht anders verarbeiten können. Einige Gruppen haben aber auch das Problem, dass nicht kommuniziert wird, sondern einfach drauf losgespielt wird. Das kann gut funktionieren, kann aber eben auch zu Missverständnissen führen. Während da die einen eher ihren Spaß haben wollen, möchten die anderen tiefer in die Atmosphäre einsteigen und möchten ein ernstes Abenteuer erleben. Dem Ganzen kann aber mit einem offenen Gespräch schon entgegengewirkt werden, indem einfach jeder mal so sagt, was er oder sie sich von der Gruppe so erhofft. Nun ist aber auch häufiger das Problem, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, dass bestimmte Dinge nicht so rüberkommen, wie sie rüberkommen sollten, während ich den Eindruck habe, dass ich gerade eine wirklich dichte, fast erdrückende Atmosphäre erschaffen habe, machen die anderen ihre Blödeleien weiter und tapern so durch die Welt. Das Ganze kann daran liegen, dass bestimmte Dinge nicht angekommen sind, nicht so rübergekommen sind, wie sie sollten, und vor allem, dass möglicherweise ich einige Dinge vergessen habe. So ist es mir schon zweimal passiert, dass ich nicht erwähnt habe, dass eine Person gerade bedroht wird. Nun kann es aber auch sein, dass die Gesamtatmosphäre dazu einlädt, sehr viel Unsinn zu treiben, denn wenn ich mit komischen Charakteren wie Herrn Winzig um mich schmeiße und andere Charaktere so sprechen lasse, kann es sein, dass da meine HeldInnen einfach drauf eingehen und vor allem ich es nicht schaffe, die Atmosphäre schnell genug von diesem Unsinn, also applaudierenden Fischen, eben zu einer traurigeren Szene umzuschalten, sodass meine HeldInnen überhaupt nicht schalten können und weiter ihren Unsinn treiben, während ich versuche, eine traurige Szene zu beschreiben. Nun, all das können Gründe sein... Entschuldigung? Ah, natürlich! Generischer Zwerg, ah, ja. Warte, nachdem du die 4 Pferde verkauft und gemerkt hattest, dass du nicht genügend Geld für Alkohol hast, bist du jetzt zurückgelaufen, hast 2 deiner Kumpanen im Schlafen abgestochen, ne? Ja, das war richtig witzig, du, richtig witzig. Bist ja betrunken die Straße entlang gelaufen, hast diesen einen Vogten bespuckt und ihn als Taugenichts beschimpft und bist dann nur mit deinen Fäusten bewaffnet in diese 10-köpfige Stadtwachengruppe hineingesprungen. Jetzt was? Ach, natürlich, du kletterst über diese Mauer hinweg, die 5 Meter hoch ist und das mit einer schweren Rüstung, und jetzt stehst du oben auf der Mauer, läufst auf den Turm, ja, du läufst auf den, natürlich, wo solltest du sonst lang laufen, und willst, was, runterspringen? Ha, der Turm ist 20 Meter hoch, du springst trotzdem, das ist ja toll, ja, dann würfel mal. Ach, eine 1, eine 2 und eine 5, das ist ein wirklich gutes Ergebnis, du springst runter, bist tot! Und jetzt tschüss, du Trottel! Wo war ich? Ach ja, nun, all das können natürlich Gründe sein, warum einige Leute in einigen Situationen vielleicht so reagieren, wie sie reagieren. Es gibt aber auch einige Leute, die einfach nur versuchen, euer Spiel zu zerstören, und
einfach blöd sind. Die müsst ihr dann vermutlich irgendwie entweder bequatschen, dass sie damit aufhören sollen, oder wahrscheinlich rauswerfen, wenn es gar nicht anders geht. Aber ansonsten möchte ich einfach nur, dass ihr den offenen Dialog sucht und einfach schaut, ob es nicht auch anders läuft, als gleich Leute aus den Gruppen auszuschließen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen was gebracht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freut euch kurz und habt einen schönen Tag. Ich wünsche euch gesegnete Ostern und frohe Chanukka. Bis dahin.